Borkum statt Berlin. Getreu diesem Motto begibt sich Bundeskanzlerin Angela Merkel am vergangenen Freitag auf Bädertour. Statt schnellstmöglicher Aufklärung in der NSA-Spitzelaffäre ein ausgedehntes Bad in der Menge beim Wohlfühlwahlkampf. Nachfragen werden einfach weggelächelt. Frau Bundeskanzlerin, eine Frage. Warum schützen Sie die Bürger nicht vor dem Aufstieg? Prism, Tempora, Späh-Software. Bei all dem gibt sich die Kanzlerin betont einsilbig. Und wenn sie mal darüber spricht, dann sagt sie eigentlich auch nichts. Ich als deutsche Bundeskanzlerin, ich kann mich darum kümmern und auch mit unseren Freunden reden, dass auf deutschem Boden deutsches Recht gilt. Aber es ist eben auch so, dass viele Internetfirmen in Amerika sitzen und dass die dann die Daten erstmal weitergehen aus Deutschland heraus und wieder zurückkommen zu uns. Und da gilt eben anderes Recht. Erst aus der Presse habe sie von Prism erfahren. Und die Urlauber rechnen eh mit dem Schlimmsten. Da ist nichts Ganzes und nichts Halbes da. Die wussten es und die können es einfach nicht. In meinen Augen könnten ja schon besser beeinflussen. Der Kalte Krieg, der ist auch noch nicht vorbei. Auch innerhalb der befreundeten Allianzen ist das. Jeder misstraut auch noch jedem. Ne? Ich denke halt mal, dass die das einfach das über uns nicht interessiert. Aber wenn sie wollten, können die alles über uns rausfinden. Dann wüssten die wahrscheinlich sogar, dass wir hier sind. Die Frage ist halt, ob es dann. Ob die Relation ja, stimmt. Ja, genau, ob die Relation stimmt. Das massenhafte Ausspähen von Internet- und Kommunikationsdaten durch amerikanische und britische Geheimdienste hat alle Illusionen von der Freiheit im Internet erschüttert. Mit dem Prism-Programm, das erst durch den Whistleblower Edward Snowden enthüllt wurde, sammeln die Amerikaner Informationen in bisher unvorstellbarem Ausmaß. In Deutschland monatlich bis zu 500 Millionen Daten. Du musst nichts verbrochen haben. Du kannst ganz zufällig in Verdacht geraten, sogar durch eine falsche Anschuldigung. Dann können sie mit ihren Programmen deine Vergangenheit durchforsten und deine gesamte Kommunikation nachvollziehen. Bei ihrer Schnüffelei soll die NSA auch auf die Server von Internetriesen wie Google und Facebook zugreifen. Doch in Berlin will man von all dem rein gar nichts gewusst haben. In der Bundespressekonferenz am Freitag macht die Kanzlerin auch überhaupt keinen Hehl daraus, dass sie angeblich ahnungslos ist. Mir ist es völlig unmöglich, hier eine Analyse von Prism vorzunehmen. Also was Prism nun ist, Software, System, Datenbank, Programm, Ober- oder Untermenge und was auch immer denkbar ist dazu. Das ist ja jetzt auch gerade Gegenstand der Aufklärung. Dabei könnten Merkel die eigenen Geheimdienste wohl helfen. Denn nach neuen Informationen des Spiegel sollen BND und Verfassungsschutz einen engen Informationsaustausch mit der NSA pflegen. In Geheimdokumenten werden die Deutschen als Schlüsselpartner gelobt. Wie eng die Bande zur NSA sind, zeigt der Ex-US-Lauschposten in Bad Aibling, der jetzt vom BND betrieben wird. Hier und in der benachbarten Mangfall-Kaserne verrichten sowohl Leute vom Bundesnachrichtendienst als auch Personal der NSA-Spitzeldienste. Nach Spiegelinformationen nutzen deutsche Dienste eines der ergiebigsten US-Spähprogramme namens X-Keyscore. Ein als Top-Secret klassifiziertes Diagramm aus einer NSA-Präsentation stellt den Agentenzugriff auf eine zentrale Datenbank dar. Die NSA soll mit dem Programm sogar einen sogenannten Full-Take aller ungefilterten Daten speichern können. Das Besondere? Auch das Erfassen von Inhalten, etwa in E-Mails oder den in Suchmaschinen eingegebenen Begriffen, soll möglich sein. Die NSA-Zentrale ist offensichtlich ein beliebtes Reiseziel deutscher Spione. Das zeigen geheime Dokumente, nach denen eine BND-Delegation noch Ende April dieses Jahres NSA-Spezialisten für Datenbeschaffung traf. In einem weiteren Papier ist davon die Rede, dass es Treffen zwischen der NSA sowie dem BND und dem Verfassungsschutz, kurz BFV, gab. Alles angeblich ohne Merkels Kenntnis und deshalb auch in St. Peter scheinbar nicht der Rede wert. Stattdessen noch mehr verbale Rauchbomben. Und gerade in diesen Tagen jetzt, wo wir uns mit Fragen der Sicherheit unserer Daten beschäftigen, da wird uns noch mal bewusst, wenn Sie es mal überlegen, all die großen Internetfirmen, fast alle, kommen nicht aus Europa, nicht aus Deutschland.
Facebook, Google, Microsoft, Yahoo, alles gern benutzt bei uns, aber alles nicht in Deutschland erfunden und auch nicht in Europa. Dazu, dass der BND die Regierung gedrängt haben soll, die Datenschutzgesetze laxer auszulegen, kein Wort. Frühestens im Oktober wird erst, denke ich mal, nach der Bundestagswahl, wird das wahre Ausmaß überhaupt erst mal sichtbar werden. So lange wird sich Frau Merkel über den Wahlkampf versuchen zu retten und nur das zugeben, was tatsächlich jetzt schon eben durch den Snowden öffentlich gemacht worden ist, was sich nicht mehr vertuschen lässt. Heute reagierte der Verfassungsschutz. Zitat: Das BfV testet die vom Spiegel angesprochene Software, setzt sie aber derzeit nicht für seine Arbeit ein. Immerhin ein Lebenszeichen aus dem Tal der Ahnungslosen.